Die Quelle von Getränke Wagner entspringt im Jahr 1924. Der Schilling löst die Krone als Zahlungsmittel ab. Und der Gastronom Josef Wagner beginnt in Gmunden mit der Abfüllung und dem Verkauf von Sodawasser in Siphonflaschen. Mit der Einführung der Limonade Chabezo startet Josef Wagner wenige Jahre später die eigentliche Erfolgsgeschichte des Unternehmens. 1937 wird George VI. Zum neuen englischen König gekrönt. In diesem Jahr steigt Rudolf Wagner Senior in den Familienbetrieb ein und holt die berühmte Rezeptur von Coca-Cola an den Traunsee. Auch die Fruchtlimonade Libella wird von Wagner abgefüllt und vertrieben. . 1954 startet Elvis Presley seine Karriere. Wagner startet mit der Abfüllung und dem Vertrieb von Coca-Cola. Diese internationale Partnerschaft dauert bis 1990. . 1972 wird die erste Star Trek-Folge im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Und auch Wagner dringt in neue Regionen vor. In Gröbming wird ein zweiter Standort für die Belieferung der Obersteiermark gegründet. 1978 wird Rudolf Wagner Junior Geschäftsführer der neuen Rudolf Wagner KG. 6 Jahre später steigt auch sein Bruder Erich Wagner in die Geschäftsleitung ein. 1990 wird Deutschland Fußballweltmeister und Wagner vollzieht den höchst erfolgreichen Wandel vom Abfüller zum Getränke-Großhändler mit Vollsortiment. Die ersten Heißgetränkeautomaten werden aufgestellt. Und bereits 1992 eröffnet die Winothek Wagner mit Spitzenweinen aus aller Welt. . 2002 wird der Schilling vom Euro abgelöst. In Laakirchen startet die neu gegründete Wagner Kunststofftechnik GmbH mit der Produktion. Einer der modernsten Betriebe im Spritzgussverfahren. Seit 2010 unter der Geschäftsführung von Christian Wagner. 2010 übersiedeln der Getränkegroßhandel und die Winothek von Gmunden nach Laakirchen. Heute ist die Rudolf Wagner KG ein von den Eigentümern persönlich geführter Familienbetrieb mit über 200 sicheren Arbeitsplätzen. Jahrzehntelanges Know-how, modernste Technik und hochmotivierte Mitarbeiter machen Getränke Wagner zu ihrem zuverlässigen Partner für Trinkgenuss und Lebensfreude. In diesem Sinne, auf die nächsten 90 Jahre Wagner!